Hallöchen Leute, da bin ich wieder, Conny von Panikuzentum in einer neuen Aufnahme von Act of Aggression. Wir spielen erstmal wieder im Koop-Modus, also nicht im Koop-Modus, sondern im Solo-Modus gegen KI, also gegen Bots. Denn ich will im Moment noch nicht mehr, also ich habe zwar schon mehr gespielt, aber lassen wir das erstmal dabei und ich werde das immer mal so ein bisschen. Nach und nach werde ich das immer so ein bisschen zeigen. Ich denke, heute ist es mal an der Zeit, eine richtig große Karte zu nehmen. Ich würde sagen, wir machen zwei Teams. Und ich werde wieder Chimera nehmen, weil das ist einfach im Moment meine Fraktion, die ich am liebsten spiele. Der Rest machen wir alle random. Ups, ne? Na komm. So, der Rest alles random. Und wir spielen zwei Teams, also 4 gegen 4. Habe ich einen bestimmten Standort, den ich nehmen will? Nee, keine Ahnung, ist mir auch relativ Banane. Gut, die Karte ist Strawberry Minefield, 4 vs 4, 2 vs 2 vs 2 vs 2 und so weiter und so fort. Je nachdem, was man machen kann. Die Bots lassen wir mal auf Medium. Und dann würde ich sagen, Launch. Warum Medium? In der letzten Aufnahme hatte ich ja Easy oder Very Easy genommen. Ich habe jetzt so schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen... Wie soll ich sagen, ein bisschen habe ich schon wieder das ein oder andere Game gemacht und deshalb kann ich hier auch schon mal auf Medium machen und ich denke, ich werde das auch noch gerade so überleben. Wo ist meine Basis da? So. Dann werde ich hier nämlich als erstes mal... Der Grundaufbau ist immer gleich. Warum ich Chimera spiele und jetzt noch nicht USA gezeigt habe, keine Angst, Leute, das werde ich auch noch zeigen. Aber im Moment will ich einfach nur als erstes mal... Also zeigen auf jeden Fall als erstes mal nur die Chimera. Denn ich finde... Das ist meine Lieblingsfraktion und ich meine, die kann ich am besten und ich brauche jetzt nichts zu zeigen, was ich sowieso nicht kann oder nicht gut kann und deshalb lasse ich das jetzt auch erstmal dabei. Ich hoffe, ihr findet es nicht ganz so schlimm. Ich spiele jetzt mit Medium-Bots, die werden mir hier gleich alle möglichen Ressourcen wahrscheinlich weghauen, die Schweine, weil die meinen hier, ne? Deswegen muss ich mich jetzt hier auch ein bisschen beeilen. Gut. Wie schon gesagt, die werden mir hier gleich alles wegnehmen. Die haben mir direkt mein Ölfeld direkt bei mir weggenommen. Also das passiert, wenn man zu langsam ist. Man wird einfach hart bestraft. So. Wo sind wir denn? Die Bank hat er auch schon eingenommen, also von daher hat er mir noch die Bank weggenommen, der Schweinehund. Also da muss man, also wenn man gegen Medium spielt, da muss man schon echt, da muss man schon echt schnell sein. Ich hoffe, dass ich da wenigstens noch meine Einheiten reinkriege, weil ich habe ehrlich gesagt keine Bock hier, ohne zu spielen, weil das macht einfach nicht so viel Spaß. Ich werde jetzt einfach mal überall die Raffinerien in die Warteschlange machen, denn man muss nehmen, was man kriegen kann, bevor ich passiv die Ressourcen kriege, muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich aktiv die Ressourcen bekomme. Und das ist ja im Moment noch nicht der Fall. Gerade ein bisschen irritiert. Wo ist denn die scheiß Bank jetzt hin? Da. Ah. Super, die Bank ist mir. Ich habe kein Öl. Ich habe nur... nur Aluminium. Das heißt... Und wenn ich das Ding nicht bauen werde, wird er mir das auf jeden Fall abnehmen. Und dann habe ich wieder kein Öl. Ich kriege jetzt im Moment... nur Öl
dadurch, dass ich die Bank da unten besitze. Mehr bekomme ich nämlich nicht. Und darauf ist es echt bescheiden. Naja, gut. Also wie gesagt, man muss schon... Das ist so ein kleines Problem, finde ich, wenn man gegen Bots spielt oder gegen KI... Building completed. Gegen KI spielt. Oh, das ist auf jeden Fall mir. Wenn man gegen KI spielt, denn man kann wirklich nie sagen, dass die fair spielen. Das habe ich auch schon im Stream gesagt. Das werde ich auch jedes Mal wieder sagen, denn man kann wirklich nie sagen, spielt der Scheißbot jetzt fair oder cheatet der sich einfach Ressourcen? Hat der... Versteht er? Der cheatet, das ist die Frage. Cheatet der sich Ressourcen oder wie macht er das? Wie kriegt er so viele Ressourcen hin? Und das ist halt eine gute Frage. Enemy detected. So, ich meine, Bots sind wahrscheinlich auch arm dran, dass sie mich als Mitspieler haben, denn... wie soll ich sagen... Ich meine, ich kann jetzt mit Sicherheit nicht mit einem Bot mithalten, die sind dann mit Sicherheit doch ein bisschen schneller, ganz besonders dadurch. Und ich bin jetzt sowas von im Verzug, weil... Oh, zweiter Übel. Dadurch, dass der... Homo mir hier unten direkt direkt weggenommen hat, obwohl direkt, ob ich da wohne. Ist nicht jetzt nicht unbedingt mein Öl, weil da nicht mein Name drauf steht, aber es geht ja ums Prinzip, dass es direkt bei mir steht, nicht das eigentlich als wichtigstes gebraucht hat, hätte, so gemerkt. Und das kann ich jetzt eben nicht machen. So, auf jeden Fall alles schön erkunden hier. Weil das Ding hier brauche ich eh nicht irgendwie da. Upgrade completed. Upgrade completed. Enemy detected. Yo, Enemy detected, das ist schön. Es fehlt denn da. Ah, jetzt wird die Raffinerie als erstes gebaut und danach wird dieses schöne Teil gebaut, soweit ich weiß. Enemy detected. Muss ich mal gucken. Den lassen wir mal hier lang fahren. Machen wir nochmal hier rein. Viel erklären brauche ich ja jetzt nicht mehr, da ja, dass ich ja in dem letzten Video schon erklärt habe. Die Grundrisse hatte ich dort ja schon erklärt, deswegen brauche ich ja jetzt hier nicht mehr viel zu erklären. Ich werde jetzt einfach mal wirklich versuchen, mir überall die Dinger hinzusetzen. Ich weiß, dass es eine schlechte Idee sein wird, weil das mit Sicherheit nicht mir helfen wird. Ganz besonders dadurch, dass ich überhaupt keine Einheiten habe. Das macht es mit Sicherheit nicht besser, aber naja. Aber naja. So, da hau ich mal hier so eine Spare Vehicle Station hin, die dafür sorgt, dass ich ein leichte Fahrzeuge machen kann. Die werden wir da hinhauen. Enemy detected. Wäre natürlich gut, wenn ich noch eine zweite Bank hätte. Ja. Das würde mir ein bisschen hier in meiner Öl. Storage capacity has reached its maximum. Ja. Das Roof hier oben ist noch Öl. Guckt euch das an, der hat da schon hier Fahrzeuge. Also, das ist ein Striker-NG und ich habe null Fahrzeuge, wirklich null. Nada. Das ist natürlich sehr schön. Sehr, sehr schön. Eigentlich gar nicht, aber naja. Die Frage ist jetzt, wie weit bin ich? Das ist nicht meins. Wie weit sind meine... meine Warteschleife. Wo ist sie? Die ist wohl hier. Das heißt, das nächste kommt dieses Gerät. Nein, kommt es nicht. Okay. Die bauen also nicht
denn da? Richtigen Warteschlange. Ach doch, das ist auch schon gebaut. Okay, gut. Das ist auch schon gebaut. Na dann. Aber ich meine. Na das ist doch richtig schön. Enemy detected. Und ich meine, wenn ich jetzt den Vorteil habe, dadurch, dass meine Teamkollegen mich hier die ganze Zeit beschützen, dadurch kann ich halt jetzt wirklich nur auf Ressourcen gehen. Und ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt einfach mal eine kleine neue Strategie. Eine kleine Strategie. Ich werde es mal versuchen, dass ich jetzt überall mal wirklich alles draufhau. Also, dass ich Ressourcen, Riesen-Ressourcen-Ding aufbaue. Upgrade completed. Ein Monster aufbaut, das mir dann wirklich. Das. Enemy detected. Ja, okay. Enemy detected. Solange dort sowieso. Das ist meine? Nö. Ich nicht meine, also da. Ich meine sowieso, solange ich meine. Solange die hier sowieso ein, zwei Fahrzeuge haben. Können nämlich sowieso platt machen. Enemy detected. Okay, das haben sie wohl kaputt gemacht. Jetzt sollte ich aber auch mal langsam in die Pötte kommen. Da ist noch Earth, da ist noch Aluminium, da ist Aluminium. Ich gucke auf der Mini-Map, also nicht wundern, warum ich so schnell hin und her beten. So, da ist hier noch eins. Da werde ich überall Enemy detected. Öl machen, also das Passivöl. Ah, hier ist noch ein Aluminiumfeld. Warum? Ich habe jetzt hier oben hingebaut. Statt da unten. Lieber hier oben, näher am Feind, statt da oben. Das ist natürlich auch sehr. Jetzt hier sehr schlau von mir. Und dann nur ein Puma. Wow, draußen regnet es. Pisst richtig. Hilfe. Da kriege ich Angst. Building complete. Oh, mal. Davon drei. Enemy detected. Okay. Das ist eigentlich recht schade. 150. Machen wir mal so Dinger, die können Infanterie. Machen die den Damage? Nein. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die. Unit lost. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass die hier meine Dinger nicht kaputt machen, sondern nur unfracken. Sonst habe ich nämlich einen Haufen Ressourcen einfach weggeschmissen. Enemy detected. Das möchte ich nicht. Unit is under attack. Vielleicht mal gerade so ausgedrückt, das möchte ich nicht. Jetzt sind wir näher. Enemy detected. Hallo? Das da. Enemy detected. Base is under attack. Ah ja, okay. Also es war eine schlechte Idee. Enemy detected. Ich baue hier die Raffinerie. Enemy detected. Die Ressourcen hätte ich mir auch sparen können, ehrlich gesagt. Aber nein. Ich meine, man lernt aus Fehlern. Beim nächsten Mal werde ich es wieder tun, aber von daher. Schließe. Er hat aber auch so viele. Oder die mehreren. Ich weiß nicht, ob es einer ist. Ob es einer ist oder ob es mehrere sind. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen.
wenn wir mal ausrüsten, dann werden wir mal hier vorschicken. Ja, ist nicht genau so. Das wäre überlebt. Halb so, gerade so. Wohlgemerkt, die Frage ist. Enemy detected. Ja, die werden da oben jetzt ordentlich die ganze Zeit Damage machen. Die Frage ist, eigentlich wollte ich. Geplant war eigentlich, dass ich hier Sniper in ein Haus setze, nur. Enemy also, dass ich die Sniper in die Häuser setze, nur wenn die da meinen. So defenden, dann kann ich das ja vergessen. Enemy detected. Ah, da brauche ich aber noch ein Research Lab. Oder ist das da? Ja. Ich hoffe, das war Enemy das. Detected. Um. Mal so. Können wir immer noch vorbeifahren. What did you need? Autocannon ready. Pulver! Enemy detected. Okay, alle abschießen. Wenn die da nämlich schon abhauen, dann lieber abknallen, bevor die abhauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das bringt, ehrlich gesagt. Enemy detected. Aber lieber, ne? Lieber so als so. Building complete. Die denn fahren sich zu. Enemy detected. Du, Puma, komm mal her. Base is under attack. Base is under attack? Schwein. Awaiting your instructions. Oil field depleted. Da schicke ich nämlich mal meine zwei Terminator hin. Macht ja gar keinen Damage. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier mit denen hier Damage mache. What did you need? Enemy detected. Drei, da schicken wir noch drei Stück hin. Enemy detected. Die Terminator? Die kommen dort. Dann hatte ich doch hier das Ding gebaut. Da rüsten wir mal den Terminator aus. Also mit Anti-Tank-Raketen. Storage capacity has reached its maximum. Ja, und wie man schön hört im Hintergrund, der Bauer ist mal wohl wieder wohl voll in Arbeit. Enemy detected. So, der Homo, der kriegt auch gleich eine auf die Schnauze. So, einmal bitte ausschalten. Bam. Nächster bitte. Darauf habe ich nämlich gerade ehrlich gesagt keine Lust hier zu warten, dass die Penner irgendwas machen, ich die ganze Zeit hier abknall. Darauf habe ich ehrlich gesagt wirklich gar keine Lust. Wisst ihr denn? Stehen zwei Bunker von einem Verbündeten. Ist ja auch geil. Enemy detected. Wow. Aber zum Thema Bunker, das glaube ich auch eine Idee, da können wir auch gerade hier einen Bunker hinstellen. Kann man auch hier unten einen Bunker hinstellen. Storage capacity has reached its maximum. Dort. Dann setzen wir hier. Machen Outpost hin. Enemy detected. Dort noch von mir aus eine Raffinerie. Aha. Enemy detected. Angriff. So, dann werde ich hier nämlich das Ding halten, versuchen. Und dabei werden ich mir hier die Sniper werden mir dabei hoffentlich helfen. Denn die sind, haben ordentlich Druck. Die werden da gleich ordentlich Druck machen. Da brauche ich nämlich keine Angst zu haben. Oh, die können ja mal hier mit vorfahren, Mann. So, gehen wir mal in die jeweiligen Häuser rein, dort und dort.
So, viel Stück da rein. Und die restlichen in das andere Haus. Und dann haue ich hier nämlich noch eine, wieder meine zwei Raffinerien hin. Und ein kleiner Tipp für euch, falls ihr das Spiel auch spielt. Guckt, vergesst nie auf eure Anzeige zu gucken. Unten rechts, also auf euer Geld. Denn es kann ganz schnell sein, wie bei mir zum Beispiel jetzt, dass es einfach wirklich schnell, super schnell hochgeht. Und es wäre doch ehrlich gesagt schade, wenn ihr voll habt und nichts damit Storage anzufangen habt. Das wäre doch immer ein bisschen schade. Was mache ich denn hier? Super. Dann brauchen wir nämlich hier noch eine Raffinerie hin für das Raw Earth. Kann man doch immer mal gebrauchen. Und ein Outpost auch noch gleich hier. Hier war doch noch ein Outpost. Den hau ich auch noch zum Geld machen. Okay. Der macht auch irgendwas Schönes. Ist ganz Schönes. Den werde ich dann hier hinschicken. Das ist Trupp 2. Die werden dann hier in die Mitte gehen. So, dann werde ich hier nämlich noch zwei Sentinel-Turrets hinstellen als Einfahrt. Dorthin. Hier auch noch so schön als Einfahrt. Sentinel-Turrets sind nämlich schon sehr allerdings, sagen wir so, die sind nicht zu unterschätzen. Denn damit kann man schon ordentlich was kaputt machen. Also das kann ich jetzt schon mal verraten. Unit lost. Warum? Finde ich nicht gut. Unit is under attack. So, dann baue ich hier nämlich gleich noch so Outpost hin. Denn der Outpost, mit dem Outpost kann man nämlich Geld machen und das nutze ich, um halt zu machen, Oil zu machen. Deswegen immer, von denen kann man eigentlich nie zu wenig haben, das kann ich jetzt, kann ich euch schon mal versprechen. Damit werdet ihr auf jeden Fall glücklich werden. Wenn ich Chimera spiele, sind die wirklich wichtig. Ja, die stelle ich dorthin. Storage capacity has reached its maximum. So, machen wir die mal hoch. Oh. Ja, statt die Bank zu besetzen, habe ich sie einfach dann wohl komplett kaputt gemacht. Enemy detected. So, hier die Turrets. Das sind ja keine detected. Bunker. Bunker heißt ja, man kann rein. Das sind ja nur Turrets. Die schätzen wir dort mal hin. So, und dann werden wir den hier nämlich schon mal angreifen. Das Air Control Center haben wir auch schon gemacht. So, gucken wir mal mit dem vor. Wie man schon merkt, habe ich langsam. Man merkt schon, dass ich, dass man schon langsam das Spiel doch besser versteht und besser kennt. Und dadurch halt auch alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Nicht wundern, ich suche die Grenze, die ist nämlich bei den Rivals hier riesig, wie ihr merkt. Die ist ja richtig riesig, wenn man das so sagen darf. Dann werde ich die Grenzen hier nämlich nach vorne arbeiten. Da. Einmal bitte die Rockets, Missiles abschießen und dann bitte den Rest. Und dann meine ich, räumen wir mal auf. Aber ich denke, wir bleiben erstmal hier. Aluminum field depleted. Ja, ja. Upgrade completed. So, was haben wir hier? Noch ein paar Einheiten, das da baut man. Normalerweise sollte man die Prisoner hier nehmen, denn
Ja, wie soll ich sagen, die sind normalerweise doch schon recht wichtig. Unit is under attack. Nein, nein, nein! Ach, shit, Mann, jetzt habe ich das Ding verkauft. Ich Depp. Gut, bauen wir zwei Stück dahin. Dann bauen wir. Oh, komm, bauen wir hier noch eins hin. Enemy detected. So. Bauen wir noch einer hin. Damit das auch hier mir nicht auf den ganzen Zeit auf den Keks geht, hier mit voll und hier und tralala. Jetzt ist natürlich der kleine Stealth Problem, dass das so voll ist. Ne, den nicht. Dass das Ding so voll ist, dass ich natürlich kein Raw Earth kriege. Hm. Was macht man da? Hm. Blöd, upgrade, ne? Das ist nämlich eine gute Frage. Was macht man da? So, hier kämpfen wir nach vorne. Das ist der kleine Vorteil, wenn man von Anfang an den und die Unterstützung hat, wenn man von Anfang an die Unterstützung hat, dass man upgrade completed. Viel auf Ressourcen bauen kann. Wenn man die Unterstützung hat, dann hat man halt wirklich den Vorteil, dass man dann im Nachhinein, im Ende des Spiels, halt relativ viel Geld hat. Versteht ihr? Man kann man einfach mehr Geld machen. Unit is under attack. Okay. Unit lost. Okay. Stealth enemy detected. So, gucken wir mal, was der hier hat. Upgrade okay. Das ist ja gar nicht mal so viel. Ich muss sagen, das ist jetzt eigentlich hier ein Gegner. Relativ easy sogar. Hey, das sind meine Rhinos. Überlassen? Alter, ich glaube, ich bin's nicht. Wow. Toll. Ja, sehr schnell, ey. Hätte ich doch ein Stück zurückstellen sollen. Wie man vielleicht auch merkt, setze ich doch relativ viel auf die Terminator. Weil ich meine, ich finde die Terminator eigentlich. Ich finde die schon relativ stark, denn wie soll ich sagen, die können viel. Die halten viel aus. Die machen Damage an allen, an Luft, an Air, an Luft. Raketen abschieben, das sind eigentlich ein Allrounder. Dadurch, dass man die dann noch ausrüsten kann. Ich mal ab, ich meine, Problem habe ich jetzt mal noch nicht, also da. What is the rescue team doing? Stealth enemy detected. On my way. Keine Ahnung, normalerweise müsste ich den wahrscheinlich in den Knast bringen. Wo bin ich denn hier? Da muss ich hin. Enemy detected. Ich habe zwei Stück gebaut. Drei sogar. Und dann habe ich doch hier noch zwei Stück gebaut. Die haben mich wahrscheinlich auch einen Haufen Ressourcen noch gekostet gehabt. Das Ding ist ja auch schon leer. Die sind ja wohl scheinbar schon alle leer. Upgrade completed. Ah, hau mal das Ding nochmal voll. Upgrade completed. Dann hau mal hier, die nehme ich noch hin. Und nimm mal. Stealth enemy detected. Wie ist das war jetzt falsch? Nein, das enemy ist detected. Falsch. Mann, die Rhinos, die wirklich am wenigsten aushalten. Enemy detected. Die sind am schnellsten. Am wenigsten aushalten. Also die am wenigsten dort gebraucht werden. Die sind natürlich am schnellsten. Unit is under attack. Unit is under attack. Da schön ist. Unit
Bin noch nicht lost. Naja, die bringen mir nicht genug. Hier werde ich aber auch mal einen Outpost hinstellen. Einfach für zwischendurch. Wie gesagt, schon immer so kleine Outposten hinstellen. Das kann man ja auch als Chimera. Reparatur-Outposten, und da kann ich auch ein paar Sättchen dafür zustellen. Und von daher kann ich da ordentlich zurichten. Da rücken wir mal ein bisschen vor. Die Rhinos, die sollen da mal eigentlich mal hinschießen. Machen sie dann aber wohl nicht. Vader brauche ich. Chris, die da brauche ich nicht. Die baue ich gerade nicht. Das sind die Raketenwerfer. So. Okay, das ist auch schon. So, dann brauche ich mir nochmal meine Drohne. Die haben sie nämlich abgeschossen, die Schweine. Das Ding ist auch noch relativ gut. Die bräuchten eigentlich mal Unterstützung. Dort werden dann auch meine Nächsten hinkommen. Und ein paar Terminator haben ja genug Ressourcen jetzt. So, sonst irgendwas? Ich suche eigentlich noch ein Upgrade completed. Eine Entwicklung, sodass ich die Ballistics sind, da brauche ich, denke ich, nicht. Das Ding Unit is under attack. Sieht aus wieder wie die Baracke. Wieder brauchen wir auf jeden Fall mal Hilfe. Enemy detected. Wie wär's, wenn die scheiß zwei Rhinos hier... Okay, hat sich erledigt. Die sollen sich dort mal reparieren lassen. Dafür habe ich den Outpost nämlich hingestellt. Die sind ready. Ready to party. Dann werde ich hier nämlich gleich nochmal... eine Drohne drüber schicken. Ein Terminator mit Anti-Aircraft, das ist gut. Tiger und Fakra habe ich jetzt nicht, das haben wir Autorabatur. Tiger, Wailers und Pack. Ja, das habe ich noch rein für die Kampfflieger. Und Quips den Neuron with Mika und Anti-Aircraft. Nein, das sind die anderen Bomber, die habe ich ja jetzt gerade nicht drin. Enemy detected. Halt, stopp. So war das eigentlich noch nicht geplant. Ja, der ganz schön Damage, Schweine, Ding. Die Scheißdinger haben ja ganz schön Damage hier. So, dann schicken wir nämlich die Rhinos auch mal vor. Die dürfen dann nämlich mal hier Platz nehmen. Die dürfen gerade auch mal ein Stück nach vorne rücken. Der baut da, der ist auch Chimera. Das hab ich gerade gesehen. Zwar Tiger, ich weiß jetzt nicht. With Stinger Anti-Aircraft Missiles, Valos und Fenix. Fenix waren doch... Das sind doch die Flugzeuge. Wailer. Ja, ich weiß schon, welche das sind. Das Upgrade completed. Doppelte Speed, haben wir einfach rein. Ich meine, wer es hat, der hat's. Hier haben wir rein, da haben Enemy wir detected. Granatenlauncher da rein. Einmal reicht. Enemy detected. Eigentlich wollte ich Enemy noch... Enemy detected. Und wir schicken einfach mal die Kampfjets rüber. Weil das, was wir haben, das haben wir. Die sollen wir mal alles schrotten. Bitte von dem Sentinel weg. Okay, gut. Ich
Ich baue jetzt auch ohne Superwaffe, also ohne taktische Waffe hier, spiele ich jetzt einfach mal. Weil, wie man hier halt schon sieht, brauche ich das jetzt nicht. Okay, jetzt fliegen die Kampfjets hier. Mir fehlt immer noch eine Ability, weil... Ich weiß nicht... Stealth Enemy detected. Was das für eine fucking Ability ist, bei dem ich Air-to-Ground machen kann. Has reached its maximum. Schon wieder. Oil field depleted. Enemy detected. Wir sind beschäftigt, da die Raketen abzuschießen. Und dann werde ich immer mit dem hier angreifen. Aber ich muss aufpassen, weil hier ist ja auch noch einer, müsste einer sein. Ich weiß jetzt echt nicht, wo... das ist echt blöd, muss ich echt sagen. Weil eigentlich würde ich echt gerne... Komm, hauen wir nochmal dran von dem dran. Upgrade completed. Wo ist denn das? Ah, oh, ne, das ist falsch. Das dann nicht? Research Lab. Stealth Enemy Research detected. Lab habe ich ja schon. Anti-Ballistic Center, genau, enemy das habe ich noch detected. Nicht. Aber da kann ich ja eigentlich... Nee, da kann ich das nicht machen. Weil da kann ich ja eigentlich nur... die... die Search Lab, da kann ich ja nur die... alles. Hauptsächlich die... hier die antitaktischen Raketen... steht noch so ein Terminator. Ja, die Terminator sollten ja jetzt ausgerüstet sein mit. Oh, okay. Enemy detected. So ein Granatwerfer, das heißt, wir sollten ein bisschen mehr damit an den Infanterie machen. Ja, ob es jetzt unbedingt stimmt oder ob das jetzt nicht stimmt, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Enemy detected. Wenn irgendwie gerade dort mit angreifen. Habe ich hier eigentlich noch Einheiten stehen? Nein. Aber hier habe ich auch keine Ressourcen mehr, weil die mir wurden geklaut. So, den einmal bitte ein bisschen pushen. So, mit dem pushen wir dann auch gleich mal mit. Den mal bitte auslöschen, den Homo. Das Problem ist, also was ein kleiner Nachteil ist bei denen hier, ist, finde ich, dass dass der nicht... Komm, schicken wir einfach mal hin, die Bombe. So, jetzt ist das Gebäude auch fertig und da kann man, wie gesagt, das sind ja nur die für den Raketen-LKW. Und das ist ja nicht das, was ich eigentlich suche. Enemy detected. Aber ich hab ja alles. Schicken wir mal alles dahin. Die Flugzeuge, die... Was machen die überhaupt, Mann? Jetzt Aircraft, die sind noch weg. Also bitte, haben die also die drin? So, eins war rechts lang, zwei war links lang. Und der Abram, der holt sich hier, also der eine Lubin, der holt sich natürlich da auch noch welche ab. Ja, genau. Eine Air Control Center. Unit is under attack. Da bauen wir gleich zwei Stück. Storage capacity has reached. Macht's einfach ein bisschen lustiger. Und dann bauen. Aus. Soll ich welche bauen? Komm, ich baue einfach welche, oder? Ja, komm. Ich meine, oh, komm, ich baue einfach welche, ist ja egal. Müssen wir das Ding noch aus und machen wir noch ein paar Pumis.
So. So, so irgendwas hier oben. Enemy detected. Wie sieht's hier mit den Gebäuden aus? Die werden fertig gemacht. Hier wird ordentlich. Hier wird ordentlich gemacht. Wow, also ich meine, dass die Gegner mal keine Chance haben irgendwie. Sieht es zumindest so aus. Also ich muss sagen, jetzt wo man das Spiel langsam versteht, da ist das echt lang. Also dann wird es echt einfach, muss ich sagen, habe ich so das Gefühl. So. Wir schicken mal unsere kleine Armee hier hinter. Enemy detected. Ja, die schießen immer alles ab. Das sind jetzt natürlich nur Anti-Vehicle. Aber naja, komm, muss reichen. Muss schicke. Enemy detected. Enemy detected. Heißt, ich bin defeated. Okay, das ging ja schneller als erwartet. Jo. Gut, Leute, dann sage ich einmal Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch doch gefallen hat, lasst doch ein Abo oder ein Like da. Und oder bitte. Und followt mich auf Twitch, also twitch.tv/PanicuCenturio, damit ihr auch immer den Stream seht. Liked mich auf Facebook, also die Gruppe PanicuCenturio, damit ihr immer alle News seht. Lesen könnt, und dann sage ich mal Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.